Bots for Beats mit Favorite Records. Du musst jetzt sagen, deine drei Lieblingsplatten, die dich am meisten beeinflusst haben, die dir am besten gefallen. Kann auch was Aktuelles sein, also das, was dir jetzt in den Kopf kommt. Okay, der Klassiker ist immer Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Warum? Habe ich so rauf und runter gehört und hat mich so beeinflusst. Einfach jedes Stück ist für sich irgendwie so ein eigenes Kunstwerk. Und ich bewundere einfach diesen Typen auch, dass er einfach über 50 Jahre lang abliefert. Und zwar immer wieder gut und immer wieder neu und immer noch auf der Bühne steht. Und es ist einfach nur ein Genie so. Und das finde ich geil. Viele Instrumente und das mit dem Handicap. Geil, das ist unfassbar. Und es gibt so viele Aufzeichnungen von ihm, wo er wirklich im Studio die komplette Platte selbst einspielt. Also er singt wirklich alle Chöre, er spielt Schlagzeug und das alles mit dem Handicap. Schlagzeug kann er auch blind spielen? Alles, ja, alles. Er macht alles. Und das ist schon echt beeindruckend. Und zu Recht einfach schon seit 50 Jahren am Start. Ja. Was haben wir noch? Platte, habe ich letztens noch drüber nachgedacht. Ich glaube, Rage Against Machine war auch so ein Ding, was mich geprägt hat. Das war, ich glaube, aber die zweite Platte von denen, das war so Ende der 90er muss das gewesen, das war so früher die Scheunenfädenzeit, so, wo man dann wusste, wenn Bombtrack kommt, alle Platz machen, jetzt geht's auf. Jetzt Pogo umgeben, die Moschen, dass die Heide weiter. Die Damen bitte von der Tanzfläche, jetzt geht's los. Rage Against the Machine, was noch? Oder sag mal ruhig alle, die dir gar nicht gefällt. Ja. Ich finde unheilig, die Platte, die so erfolgreich war, die fiel mir gar nicht. Also das war wirklich so, da habe ich das auch nicht verstanden, warum das irgendwie... Geboren, um zu leben. Ja. Geboren, um zu leben ist ja noch ein geiler, das ist ja noch der beste Song und der ist auch wirklich zu Recht eine schöne Radiosingle. Aber alles, was so danach kam, habe ich gedacht, das ist doch jetzt irgendwie, das konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Weil sie alles so ähnlich angehört hat oder wieso? So inhaltlich, das war mir zu, das war für mich so richtig Schlager, nur mit einer dunklen Stimme gesungen, dass das so... verdeckt wurde irgendwie. Also Rammstein trifft Jürgen Dresden. Ja, das war so ein Phrasengedresche. Ja, das passt aber ganz gut. Rammstein trifft Jürgen Dresden. Gleich unheilig. Ja, so ungefähr. Aber die Single hatte gefallen. Das ist aber ganz gleich. Ja, die habe ich total abgefeiert. Genau, dann ist ja in Ordnung. Ja, schreibt eure Meinung dazu, ob ihr das genauso. Jetzt kriege ich so einen Shitstorm von Unheilig-Fans. Quatsch, gar nichts. Man kann doch die Meinung sagen. Muss auch von drin sein. Oh ja, lass mal hören, was eure drei Lieblingsplatten wieder sind. Interessiert uns. Favorite Records bei What's for Beats. Spannend. Shitstorm von Unheilig-Fans. Stevie Wonder, cool. Immer gut. Dann gibt es auch noch Apfelschäl-Wettbewerb bei Beat the Chef. Wer den längsten hat, sozusagen. Ich hoffe, ihr habt schon lange abonniert. Wenn nicht, wird es Zeit. Und dann auch wirklich Johannes Oerding unplugged. Unfassbar. Unfassbar. Ich kann es nur 1000 Mal wiederholen. Na, es ist kein Gequatsche. Das ist echt, was da aus deinem Mund kommt. Schaut selbst.